Zu meinem Stream, meinen täglichen Stream. Heute ist der 4. August, der 4.8. um 19:07 Uhr. Und heute war Sonja da und die Volkshilfe. Ich bin schon um 6:30 Uhr aufgestanden. Um 8 hätte ich sowieso aufstehen müssen. Und hab um 6:30 Uhr nicht mehr schlafen können, weil ich so Kreuzschmerzen hatte. Und da meine Eltern heute beim Internisten waren, ist Sonja schon früher gekommen und hat war mit mir beim Secondhand-Laden, weil ich Daniel dort ein T-Shirt kaufen wollte. Und das hat es aber leider nicht mehr gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich selbst gekauft hat oder ob es jemand anders bekommen hat. Aber ich habe es nicht mehr gefunden. Sehr schade. Ich wollte ihm das als Abschiedsgeschenk überreichen. Dann habe ich noch nachgefragt, ob sie für Schuhe auch Geld zahlen, wenn ich die abgebe und sie sie dann teurer verkaufen. Das machen sie nicht, sie nehmen nur Spenden an. Also Kleider- und Schuhspenden. Und dafür bekommt man nichts. Aber ich habe noch so viele Paar Schuhe in den Karton drinnen, die 38er Größe haben, die mir zu klein geworden sind und die ich nur ein, zweimal getragen habe und deswegen möchte ich dort ein paar Schuhe hingeben. Auch wenn ich nichts dafür bekomme. Hallo. Du bist neu hier, ich nicht. Was suchst du? Ja, hat jemand geschrieben. Da war ich mit Sonja. Dann gab es Mittagessen. Und danach waren wir noch im Kaffeehaus, weil es die ganze Zeit nach Regen ausgeschaut hat. Aber es hat es eigentlich durchgehalten. Bis vorhin, kurz vorher, nachdem sie gegangen ist, hat es zum Regnen angefangen, also zum Tröpfeln. Zum Tröpfeln. Und ich weiß nicht, ob man mich jetzt besser hört, aber ich sitze an Mac. Vielleicht muss ich da was anderes drücken. Erklär mir mal. Ja, dann waren wir auf dem Café. Da habe ich einen Eistee getrunken, einen Kaffee getrunken. Und Sonja nur ein Wasser.
Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und sind die ganze Zeit zwischen meinem Büro und dem Garten hin und her gewechselt, weil mir nicht recht warm war und weil ich ein Magen-Darm-Problem hatte. Und durchs Rauchen wollte ich das lösen. Und durch den Kaffee, und das hat sich dann auch gelöst. Und um 17:30 ist Sonja. Um 17:30 Uhr. Um kurz vor 18 Uhr ist Sonja dann nach Hause gefahren. Eine Freundin besuchen. Ich war jetzt nochmal draußen mit meinem Vater eine rauchen. Und jetzt liege ich im Bett. Hab schon Schmerzmittel genommen, weil ich ziemliche Bein- und Handschmerzen habe. Also so da der Unterarm und das linke Bein tut mir weh. Und Kreuzschmerzen habe ich ziemlich. Und da habe ich so ein Kombimittel, was da ganz gut hilft. Und außerdem kriege ich abends eine kleine Dosis Morphin. Und das muss ich nach dem Stream dann nehmen, damit es rechtzeitig wirkt. Und halte viel gleichzeitig. Ist es jetzt besser? Lauter geht's, glaube ich, nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich dann meine Portion Morphin nehmen, um schlafen zu können und nicht vor Schmerzen wach zu bleiben. Das ist einfach so bei chronischen Schmerzen. Ich nehme ja schon relativ lang sehr viel Schmerzmittel und war auch schon auf stärkeren Morphinen eingestellt. Aber ich wollte wieder ohne Morphium auskommen. Und mit der kleinen Restmenge, die ich jetzt noch nehme, geht es ganz gut. Es hilft gegen Magenschmerzen, aber auch teilweise gegen die Kreuzschmerzen. Als Nebeneffekt ist es natürlich eine viel zu geringe Dosis, um dauerhaft schmerzfrei zu bleiben, aber die Morgenstunden nach dem Aufstehen, bis ich was zu mir nehme, überstehe ich damit. Und die Abendstunden, bevor ich einschlafe. Und das ist halt momentan die beste Lösung. Meine Haare auf der Seite sind schon wieder richtig lang.
richtig lang, sicher 3 cm. Sieht kurz aus, aber ist richtig lang. Da kann man richtig durchwuscheln. Und sie sehen blond aus, weil die Farbe rauswächst. Auf jeden Fall. Mache ich am Abend immer. Habe ich doch gerade. Alter, viel geht nicht. Ich bin schon auf der lautesten Stufe. Ach, egal. Auf jeden Fall komme ich damit ganz gut klar und halte die Schmerzen so gut es geht aus. Ich jammere natürlich auch viel, weil mir ständig irgendwas wehtut. Und Fibromyalgie steht im Raum. Aber das will ich nicht untersuchen lassen, weil es eine psychosomatische Erkrankung ist und zwar eine Erkrankung ist. Aber man kann nichts dagegen tun, außer Schmerzmittel nehmen. Und das tue ich schon die ganze Zeit. Und wenn sich das bestätigt, kann man es nicht ändern, als dass es sich bestätigt. Und dass ich weiter Schmerzmittel nehme. Und das ändert nichts an der Tatsache, dass ich Schmerzen habe. Und im Sommer ist es eh besser, aber im Winter ist es halt ganz arg. Und also da wundert es mich manchmal, dass ich das aushalte. Aber ich bin der Meinung, es ist egal, ob ich das habe oder nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich Schmerzen habe und dafür was nehmen muss. Oder ab und zu was nehmen muss. Oder dieses geringe Morphin. Auch diese Dosis jeden Tag brauche. Weil ich es sonst nicht aushalte. Und wie gesagt, im Sommer sind die Gliederschmerzen eh besser, aber im Winter ist es halt. Umso kürzer die Tage werden, umso extremer werden die Schmerzen. Und die Fatigue, also diese chronische Müdigkeit, die hängt halt damit zusammen, weil ich auch ständig erhöhte Temperatur habe. Und mein Temperaturhaushalt gestört ist. Also wenn es total kalt draußen ist, ist mir warm und wenn es warm draußen ist, ist mir kalt. Und ich merke oft gar nicht, dass es zu kalt draußen ist. Und gehe nur mit T-Shirt raus. Und werde dann krank oder so. Wenn mich keiner aufhält. Aber ich habe meinen Lebensweit jetzt im Griff. Und diese Diagnose steht halt im Raum. Und im Winter werden die Schmerzen mehr. Oder häufiger oder regelmäßiger. Und im Sommer gibt es auch mal Tage, wo mir nichts wehtut. Oder fast nichts. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo mir nichts wehtut. Aber es tut mir halt fast nichts weh.
Und das ist dann schon ein guter Tag. Und ich mache jetzt gegen die Depression im Winter, also ab September wieder. Das ist dann auch nicht Winter, aber Anfang Herbst. Die Lichttherapie mit der Tageslichtlampe, also mindestens 60 Minuten am Tag vor die Tageslichtlampe setzen oder die Tageslichtlampe neben dem Computer hinstellen und dieses Sonnenlichtersatz sozusagen aufsaugen, damit die Stimmung erhellt wird. So zudem den Körper auch ganz gut, weil zwar kein Vitamin D freigesetzt wird, wie bei der originalen Sonne, aber es tut Muskeln und Nerven trotzdem gut, wenn sie Sonnenlichtersatz haben. Und da merke ich schon einen Unterschied. Zu der Zeit, bevor ich mir diese Tageslichtlampe gekauft habe. Und ich versuche halt, mich relativ ausgewogen zu ernähren und alles dafür zu tun, dass es mir körperlich und psychisch gut geht. Es gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber es geht. Und ja, mal schauen. Im Moment geht's. Das sind meine Gelenke. Die knacksen auch. Jetzt tut mir die Hand weniger weh. Ich muss das einmal am Tag machen, damit die Luft aus den Gelenken geht. Da knackst du auch immer nur eine Seite, entweder die rechte oder die linke. Sieht ziemlich brutal aus, das hier. Aber tut gut. Zumindest für die Seite, die knackst. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Freitag bin ich, wie schon erzählt, bei Christoph. Und am 3. oder 4. August, nein, September, der 3. August war ja schon September, der Samstag, da wird meine Geburtstagsfeier stattfinden. Und auf das freue ich mich auch schon. Es ist jetzt nur mit Freunden und der Familie. Und mal schauen, ob Christoph und Kerstin da Zeit haben. Aber ich hoffe schon. Weil Christoph ja am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Am 30. August.
Sonst gibt es nicht recht viel Neues. Das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Ich spreche hier schon wieder 20 Minuten. Fast 21. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.